Deutschland. Die Transporte sind 30 Meter lang, 3,65 Meter breit, 4,55 Meter hoch. Und da es hier in Antwerpen, an dessen Ortseingang wir stehen, teilweise sehr eng ist, habe ich die Polizei angerufen und jetzt warten wir auf die Polizei, damit sie uns durch Antwerpen lotst. Da kommt sie schon. Vor uns die Polizei und links ist Kirmes. Strecke Antwerpen-Brüssel, Autobahn ähnlich ausgebaut wie N177 mit der für Belgien typischen Beleuchtung fast aller Fernstraßen. Die Durchfahrt durch Brüssel bereitet natürlich wieder Schwierigkeiten. Wir stehen jetzt am Atomium. Ich weiß nicht, ob man es hinterher erkennen kann, denn es ist mittlerweile fast 24 Uhr. Neben uns steht ein herbeigerufener Polizeiwagen und die versuchen uns jetzt über eine andere Strecke wahrscheinlich durch Brüssel zu bringen, als durch die engen Stadtstraßen, die wir zu passieren haben. Am nächsten Morgen, die Fahrzeuge nehmen wieder ihre alte Position ein. Jetzt muss ich doch erstmal gucken, wem muss die Aufnahme beenden. Geklappt.